Zahlengeister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berle. Schönen guten Tag. Und Christian Alner. Frohes Neues. Heute geht es um Social Media in Deutschland. Und das sind unsere Themen. Das sind die Social Media Nutzerzahlen in Deutschland. Welche Social Media Trends kommen? Was denken wir über die Zukunft von Social Media? Und auch ein frohes Neues von mir. Herzlich willkommen zur 20. Folge der Online-Geister. Online-Geister, Hausmeistereien. Dann auch herzlich willkommen jetzt zum Ende des Januars 2017 zwar, aber 2018, ich muss das immer noch wechseln. Und wir möchten auch direkt anknüpfen an das Jahr 2017. Da hatten wir als Überthema Mensch und Internet. Und dieses Mal wollen wir das Themenjahr Arbeiten im Internet etwas mehr beleuchten. Also digitale Nomaden etc. pp. Oder generell kreativ schaffen im Internet. Wie nutzen Firmen das Internet für sich? Oder auch nicht kreativ schaffen im Internet. Oder nicht also kreativ schaffende. Was habe ich, Thema Digitalisierung allgemein, mit dem Netz heutzutage zu schaffen? Deswegen, wir wollen eintauchen die Möglichkeiten, die Alt Enterprise 2.0, Bloggen, Bitcoin, der ganze Kram bietet. Ach Gott, Bitcoin. Wollen auf jeden Fall auch Feedback von euch, wie es da ausschaut. Und betreffend Feedback, vielleicht gleich Auswertung der letzten Folge. Ja, weißt du, würde ich jetzt gar nicht so viel drüber reden. Lief immer noch gut. Wir haben konstante Hörerzahlen. Das bricht jetzt eigentlich nicht so viel weg. Hm. Ja, ich sag mal so das Übliche. Also in der Donnerstagsfolge, das war Ende Dezember, ich meine immerhin Weihnachtspause, hatten wir 18.500 Hörer im Livestream, was ich an sich vollkommen okay finde. Was mich ein bisschen freut, am Freitag hatten wir sogar mehr Hörer als das Morgenmagazin. Ha, das haben viele Leute ausgeschlafen in den Ferien, haben dann morgens erst später angeschaltet, wahrscheinlich. Aber nicht zu toppen ist immer noch das Mittagsmagazin. Ich sehe da den riesigen Berg von den Live-Kollegen von Kurax. Vielleicht schnell noch zu den Podcast-Statistiken. Da könntet ihr ein bisschen mehr hören, was uns prinzipiell freuen würde. Also sagt es gerne weiter. Online-Geister gibt es auch als Podcast. Kann jetzt auch an der Weihnachtspause liegen. Wir hatten bislang jetzt zum Aufnahmezeitpunkt etwa 100 Downloads gehabt. Da geht auf jeden Fall mehr. Was ich sehr, sehr interessant finde, unsere All-Time-Favorites. Auf Platz Nummer 1 haben wir Emotionen im Internet mit fast 1000 gehörten. Unsere Zuschauer sind sehr emotional. Ja. Platz Nummer 2. Die Fake News, weil es gerade aktuell Thema ist, würde ich sagen, mit 800 noch was. Und erst dann kommt unser Ralf-Ruth-Interview. Ja, schade für Ralf. Ich meine, ist zwar schon fast 2 Jahre her, also insofern, Ralf, wenn du das hörst, bist gerne wieder eingeladen, um da die Statistiken anzuführen. Aber ich finde es sehr, sehr interessant, was die All-Time-Favorites angeht, also Emotionen im Internet, Fake News, gibt da so ein bisschen eine Richtung vor, was anscheinend auch interessante Themen sind für unsere Hörer. Was bewegt die Welt? Fake News auf jeden Fall. Dann gab es ein paar Quickies. Gab es jetzt nicht, weil ich auch mal Weihnachtspause gemacht habe, aber wird welche geben. Ja, wir haben auf jeden Fall Quickies. Ich habe auch ein paar Sachen in der Pipeline, die ich abarbeiten möchte. Insofern, nur als Info, parallel zu unseren regulären Monatsfolgen laufen auch unsere Quickies als Podcast-exklusive Kurzformate. Wunderbar. Und das wird ein sehr verrücktes Jahr, eine sehr volle, verrückte Folge. Und deswegen habe ich mir gedacht, nee, endlich mal ein Lied von Queen rein und passend zum Thema. Ja. Viel zu lange hinten aufgeschoben, diese wunderbar geniale Band, die es leider zu lange nicht mehr gibt. Stone Cold Crazy haben sie vor Jahren mal aufgenommen und das gibt's jetzt für euch. Queen mit Stone Cold Crazy wurde auch aufgeführt beim Freddie Mercury Tribute Konzert Anfang der 90er. Und weißt du, wer da das Lied gesungen hat? Wahrscheinlich nicht Freddie Mercury. Ja, James Hetfield von Metallica. Die haben das Lied gecovert vor einer ganzen Weile und wurden deswegen eingeladen, neben ganz vielen anderen grandiosen Sängern, dieses Lied zu singen. Und es ist sehr interessant, James Hetfield mal ohne Gitarre auf der Bühne stehen zu sehen. Er wusste nicht so recht, wie mit seinen Händen. Aber genug dazu. Wir sind beim Thema. Online-Geister. Thema der Sendung. Social Media in Deutschland im Jahr 2018. Das Jahr hat gerade angefangen und wir haben natürlich neue Nutzerzahlen, die jedes Jahr mal aktualisiert werden, um mal drauf zu gucken, was ist denn da so passiert 2017. Genau, die Hauptquellen dafür übrigens packt man natürlich nochmal in die Shownotes, erreichbar unter onlinegeister.com/Folge020. Das sind vor allem dann ADZF Online-Studie und verschiedene Ansagen, Quartalsberichte von den börsennotierten Unternehmen. Aber generell, wie ist denn der aktuelle Stand? Also mit dem abgelaufenen Jahr haben wir in Deutschland mindestens 62,4 Millionen sogenannte Onliner, also eben Internetnutzer, also von wieder 82 Millionen Einwohnern,
über 60 Millionen. Das ist eine sehr konservative Schätzung, in dem Fall von den Öffentlich-Rechtlichen, von der DZDF. Ab 14 Jahre, also 89,8%. Genau, also 89,8% Durchdringung, also Bevölkerung ab 14 Jahre. Davon haben wir eine Durchdringung in Deutschland von etwa 89% der Bevölkerung. Also etwa 90% der Deutschen ab 14 Jahren sind im Internet. Das ist so eine Frage. Ist da meine Oma mit drin? Also die hat einen Laptop mit Internetanschluss, aber nutzt ihn praktisch nie. Dann ist der nicht drin. Also da sind wirklich nur mindestens monatlich aktive Nutzer erfasst. Okay, also wirklich nicht. Aktive Nutzung. Karteileichen fallen hinten über. Also ist sie in den 10,2%? Ja, in dem Fall wahrscheinlich. Was aber auch interessant ist, weil du gerade deine Oma erwähnst, wie alt ist die? Wird jetzt 70, glaube ich, nächstes Jahr. Also in den 60er, 70er, dann irgendwas in der Größenordnung. Ja. Das fände ich nämlich selbst ganz interessant. Bis 59 Jahre, nur mal für die Altersverteilung, ist die Nutzung deutlich über 90%. Und dann eben ab 60 Jahre fällt es auf 75% und dann eben langsam ab. Also die Generation 60 plus, das sind dann zwar auch noch extreme Onliner auf jeden Fall. Also ich meine, immerhin 3 von 4 sind online aktiv. Das ist nicht zu vernachlässigen. Aber die ziehen dann den Gesamtschnitt so ein bisschen runter. Was ich ganz witzig fand, gerade so die 20er-Generationen in dem Alterssegment, die sind teilweise zu 100% online. Von der Statistik. Also das heißt auch selten. Das ist schon lange kein Neuland mehr. Das ist auch ein dummer Spruch, das jetzt nochmal rauszuholen. Das hat sich seit ja fast schon, wir können da schon fast von Jahrzehnten des Internets reden, so etabliert, dass es mich wundert, dass es überhaupt noch einstellige Prozentzahlen gibt von Leuten unter 50, die nicht jeden Tag online sind. Ich sag mal, das Volksinternet, das ist auf jeden Fall seit den 1990er Jahren, also da sind wir bald bei 30 Jahren. Internet selbst ist ja eigentlich ein Kind des Kalten Krieges, seit 70er, 80er Jahre schon entwickelt worden. Natürlich. Das ist ewig alt. Das kann man jetzt eigentlich nicht mehr weg. Also man kann auch den Gag machen, ja, das wird sich nicht durchsetzen und so weiter. Aber ich glaube, moderne Technik. Niemand wird ernsthaft daran glauben, dass es weniger werden sollte irgendwann. Das ist wie der Buchdruck. Es gibt auch nicht weniger Bücher. Also irgendwann hat ja jeder Bücher zu Hause. Ja, und online ist ein Millionenmedium. Also ich habe auch mal rausgegriffen, täglich online sind 50 Millionen Deutsche, also 72% unserer Bevölkerung, so plus minus, sind täglich online. Also nicht nur alle 2 Tage, sonst wie, sondern wirklich täglich. Also 100% der Leute, die ich kenne, minus meine Oma, sind täglich online. Ja, ich verdiene ja auch mein Geld damit, online zu sein, sei es jetzt bei Facebook oder dem ich halt Webinare beispielsweise gebe. Insofern ist es für mich ja nochmal ein ganz anderer Punkt, aber auch privat, also mindestens einmal am Tag bin ich halt irgendwie da und sei es nur, ich gucke mir YouTube-Videos an. Mindestens einmal E-Mails checken. Seit jetzt ziemlich genau einem Jahr mein Tablet habe, aber ich auch, wenn ich irgendwo unterwegs bin und da WLAN ist, habe da kein Roaming und sowas, keine Ahnung, wie das da mobil funktioniert. Ich bin nicht beschäftigt. Aber wenn ich irgendwo unterwegs bin, mit meiner Mutter zum Beispiel, dann habe ich da auch mein Tablet dabei und gucke halt zumindest einmal am Tag meine E-Mails nach. Ja, und das mindestens machst, das. Und das machst du wahrscheinlich durchschnittlich 2,5 Stunden am Tag, nämlich. Vielleicht nicht unbedingt gleich checken, aber E-Mails insgesamt durchschnittlich übers Jahr verteilt 2,5 Stunden könnte tatsächlich hinkommen bei mir, ja. Das ist nämlich auch so eine andere Statistik. Also genauer gesagt, 149 Minuten laut ARD/ZDF-Online-Studie verbringen die Deutschen durchschnittlich am Tag im Internet. Also etwa 2,5 Stunden sind das. Wirklich auch ordentlich nach oben getrieben von Leuten, die ständig ihr Smartphone dabei haben und irgendwie WhatsApp checken, Online-Spiele spielen. Oder die online streamen. Oder das. Die Sachen anschauen. Also das ist nämlich auch so ein Effekt, der beobachtet wird, dass halt sich immer mehr von dem Alltag, also im Radio hören, TV sehen, dass sich da halt auch vieles auf Online-Verlage, also eben Mediatheken schauen, Streaming nutzen. Dadurch wird es natürlich auch nochmal ein bisschen gepusht. Aber auch unabhängig davon, TV, Radio sind weiterhin auch mit erfasst bei diesen Studien und das ist alles ähnlich hoch. Also online hat sich wirklich als drittes Ding deutlich. Ich habe von DWDL, mir ist gerade nicht eingefallen, wofür die Abkürzung steht, weil ich es nicht vorbereitet habe, aber gestern erst gesehen, dass eine Studie gezeigt hat, wie hoch das Durchschnittsalter bei den Fernsehsendern liegt. Und das niedrigste Durchschnittsalter hat ProSieben mit 42 Jahren. Alle anderen sind teilweise deutlich drüber, also bis hin zu 70 bei ZDF oder 60, Mitte 60, Ende 60 bei ARD. Und da frage ich mich dann nochmal, ob es ZDF da so gut läuft, wenn die in ihren Satire-Sendungen sagen, ja, uns stirbt ja das Publikum weg. Das ist halt ob man da jetzt die richtigen Leute... Beim Publikum sind es noch immer viele, viele junge Leute, wobei ich da denke, die haben die extra so hingesetzt, damit die Kamera die gut erfassen kann. Also wenn man ins Publikum geschwenkt wird, sieht man halt immer junge, hübsche Menschen, die sitzen und sich Anstalt angucken zum Beispiel. Und lachen. Ja, natürlich. Aber ist auch eine gute Sendung. Aber viele schauen ja auch gar nicht mehr so, sondern machen das vor allem über das Smartphone. Das habe ich nämlich auch an der Stelle. Also Stichwort Mobile User. Das einfach nur erstmal ein paar Statistiken runterrasseln für den allgemeinen Überblick. 30% der Deutschen sind
Mobile-User, also nutzen das Internet ausschließlich nur noch eben übers Mobiltelefon. Das finde ich einen sehr interessanten Trend. Das habe ich auch schon häufig bei meinen Kursen zum Beispiel beobachtet. Also wenn ich jetzt beispielsweise Facebook-Marketing mache, da habe ich jetzt auch gerade eine Dame, die hat eine Kneipe in Leipzig und hat erzählt, ja, die hat natürlich keine Gelegenheit, irgendwie Laptop oder sonst was fürs Marketing zum Beispiel zu nehmen, wenn sie jetzt auf der Facebook-Seite was aktualisieren, macht es halt schnell mal übers Smartphone. Und viele, viele machen das ja wirklich nur noch so. Habe ich auch einen kennengelernt, auch jemand, von dem ich geschätzt habe, dass er, wenn überhaupt, nur seinen alten PC zu Hause hat. Der hat mir gesagt, er hat zu Hause überhaupt gar keinen PC, Elektronik, sonst was, auch im Internet. Und wenn er mal Internet nutzt, dann nur unterwegs auf seinem gewöhnlichen Smartphone. Das ist jetzt ausgefallen, nicht das neueste Modell, aber kann E-Mails empfangen, kann ein bisschen chatten. Und wenn er unterwegs ist, macht er das halt. Und zu Hause hat er nichts dergleichen, keine Verbindung zur Außenwelt, außer sein Telefon. Also telefonieren wird er noch, aber er wird zu Hause nicht im Internet surfen. Ja, und dann macht das durchschnittlich auch wesentlich länger als der Durchschnitt. Also der Mobile-User ist übrigens im Durchschnitt 3,5 Stunden online zu den 2,5 Stunden, also eine Stunde länger. Kann jetzt sein, weil man ständig die Tippfehler auf der Touchscreen-Tastatur korrigieren muss. Das schlimm. Ist zumindest etwas, was ich nicht so doll mag. Aber es ist eine deutliche Aussage. Also Mobile first. Nicht America first, Mobile first, sehr, sehr deutlich. Ist übrigens auch ein weltweiter Trend, nicht nur in Deutschland. Also die mobile Nutzung, Internetnutzung nimmt immer stärker zu. Seit Oktober 2016 zum Beispiel fährt Google auch eine Mobile first Strategie. Also zuerst wird der mobile Index aktualisiert und dann alles andere. Also mobile Websites sind für Google jetzt Nummer 1. Und das ist sehr, sehr deutlich auch zu sehen. Also die Mobilnutzung steigt kometenhaft an. Von verschiedenen Websites Leute, die Unternehmen, die sowohl eine Website als auch eine App betreiben, haben oft Sachen exklusiv auf der App, weil es sich nicht mehr lohnen würde, das auch nochmal für einen Desktop-Browser anzupassen, weil es auf der App eh schon 80% aller Leute sehen. Und das dann jetzt noch für die paar Leute, die kein Smartphone, die die Apps nicht geholt haben, nochmal anzupassen, würde sich dann nicht mehr lohnen. Ja, auch gerade was die Verteilung in Deutschland angeht. Also da sind wir auch, wir sind WhatsApp-Land. Deutlich. Ja, es ist krass. Wir haben aktuelle Zahlen, meine ich, dass es je nach Statistik bis teilweise 40 Millionen WhatsApp-Nutzer sind in Deutschland. Also wirklich die Hälfte der Gesamtbevölkerung. Und das finde ich schon eine ziemlich krasse Aussage. Also, dass wir wöchentlich 40 Millionen WhatsApp-Nutzer haben, 34 Millionen davon sind täglich aktiv. Im Vergleich dazu, Facebook, da ist, ich sag mal, Raum nach oben, da sind wir bei wöchentlicher Nutzung etwa 20 Millionen, monatlich sind wir so 30, 35 Millionen. Also WhatsApp teilweise doppelt so erfolgreich wie Facebook. Es ist krass und mir kommt es immer seltsam vor, wenn Leute, wie, du hast kein WhatsApp? Hier, ne, ich nehme meine Telefonnummer, da kontaktiere ich dich per WhatsApp. Ach, wie, du hast kein WhatsApp? Ah, oh, krass, wie machen wir das denn dann? Und SMS. SMS zum Beispiel kostet das aber für mich kostet es pro SMS, weil ich keine Flatrate habe, weil sich für mich noch nicht lohnt. Aber es gibt natürlich auch viele Alternativen zu WhatsApp. In meiner Familie zum Beispiel haben wir uns jetzt auf Anrat meiner Schwester auf Telegram geeinigt, weil die wohl sicherere Verschlüsselungen haben sollen. Datenschutz ist kein bisschen besser, okay. Also bei WhatsApp bekommt es Trump, bei Telegram bekommt es Putin. Gut. Also es ist aber ein Berliner Unternehmen, aber gehört den russischen Facebook, also VK, Gründern mit, also ist alles so relativ. Okay. Aber es läuft besser im Desktop-Browser. Das auf jeden Fall. Also da muss ich sagen, bis heute finde ich da WhatsApp einfach nur scheiße als Desktop-Anwendung. Aber beste Desktop-Anwendung, die auch auf Smartphones, Tablets funktioniert, ist Discord, was ich am häufigsten mit meinen Freunden nutze. Verschiedene Gruppen, ich weiß nicht, wie es bei anderen Sachen aussieht, aber ich finde das sehr organisch. In den Gruppen nochmal Untergruppen sortieren. Man muss keine Telefonnummer angeben. Man muss dann halt man kann sich halt aussuchen, wie man Leute einlädt, Telefonnummer, E-Mail-Adresse nach Belieben. Und dann holt man die sich dazu und hat man auch nur die und kann auch nicht gefunden werden, wenn man nicht gefunden werden möchte. Wie das ja bei Telegram, WhatsApp so ist. Wenn du dich angemeldet hast, erfahren sofort alle, die es auch haben, dass du jetzt drin bist. Ja, und generell kann man in Deutschland, ich würde jetzt einfach mal weitermachen. Sorry. Ja, mach das. Generell kann man in Deutschland auch so von einer heiligen Dreifaltigkeit eigentlich sprechen, was die Social-Media-Anwendungen angeht. Also unabhängig jetzt von wirklich Nischenlösung, kann ich das nicht anders sagen. Also Discord gerne mal austesten. Ja. Für Business-Bereich gibt es auch Slack. Wer das schon mal gehört hat, bei Fragen einfach uns kontaktieren. Nicht, dass ihr irgendwie glaubt, es gäbe nur WhatsApp oder eventuell noch Telegram als Sachen. Da gibt's Discord, Slack, wie heißen die hier aus der Ecke? Schifri? Schifri, genau. Laufen aus Deutschenthal bei Halle. Läuft auch noch, soweit ich weiß. Haben wir vor Ewigkeiten schon mal kurz erwähnt. Telegram gibt es, Signal gibt es, WeChat gibt es, kann ich auch nicht unbedingt empfehlen, kommt aus China. Also jetzt nichts gegen Chinesen, aber betreffend Datenschutzüberwachung nicht die beste Idee.
Gibt einen Facebook Messenger, es gibt Viber, es gibt Kakao Talk, da hatten wir auch unserer vierten Folge war das, meine ich, gewesen, Thema Messenger, Folge 04. Relativ früh drüber gesprochen. Haben wir also auch recht viel, also das hat sich nicht großartig verändert, die Landschaft. Sorgt dafür, dass es kein Monopol wird. Es ist natürlich schwierig, wenn alle bei WhatsApp sind, nicht auch zu WhatsApp zu gehen, weil halt alle da sind und es einfacher für die ist, die es schon haben. Aber macht immer ein bisschen mehr Konkurrenz. Ja, das Problem ist aber eben, WhatsApp ist aus dem Alltag vieler Deutscher einfach nicht mehr rauszudenken. Ja, leider. Also für viele ist das so ein Standardding geworden. Hatte ich auch vor kurzem und dann machen wir gerne weiter. Auch im Job. Ja, ein Job sowieso, also Stichwort Broadcast-Listen und sowas. Da auch bei Fragen einfach uns kurz eine Nachricht schreiben, was sind Broadcast-Listen, gehen wir dann gerne mal drauf ein. Hatte ich auch mal eine Situation, ein Bekannter wollte mit mir mal was trinken gehen, hat mich bei WhatsApp angeschrieben, aber ich mache halt einfach für meinen Digital Detox gelegentlich auch mal das Smartphone aus, beziehungsweise mache einfach Datenverbindung aus und sage, jetzt bin ich nicht erreichbar. Das war am Abend, irgendwie 21 plus Uhr. Am nächsten Morgen um, keine Ahnung, 8 mache ich mein Handy wieder an, kriege von ihm eine SMS. Du hast eine WhatsApp-Nachricht, was ich schon sehr bezeichnend finde, wie normal WhatsApp wahrgenommen wird. Ja. Obwohl ich persönlich der Meinung bin, wenn du es meistens nur damit chattest, ist es eigentlich nicht besser als SMS. Wenn du eine Flatrate hast, machst du sowieso keinen Unterschied. Aber dass viele Leute halt so dermaßen toll finden, obwohl ich sagen muss, ich finde es total beschissen, weil es noch nicht mal eine vernünftige Desktop-Anwendung hat. Es gibt dieses WhatsApp-Web, aber ich finde es total hakelig. Und ich habe das einmal bei einem Freund gesehen und fand es sehr seltsam. Ich finde es sehr umständlich einfach. Aber da auch, wie ist eure Meinung? WhatsApp, yay, nay? Ansonsten würde ich einfach mal statistisch gesehen werden die meisten von euch es haben und regelmäßig nutzen. Ja, aber ist es eine freiwillige Entscheidung oder müsst ihr? Ich habe mich jahrelang gegen WhatsApp gesträubt, bis ich dann unternehmerisch einfach nichts mehr gegen sagen konnte. Und dachte, okay, gut, macht Sinn, privat möchte ich es aber trotzdem mein Chef hat jetzt auch gemeint, der auch eine WhatsApp-Gruppe mit meinen Kollegen, falls irgendwas spontan ansteht und ich habe halt kein WhatsApp, ich muss immer separat per SMS anschreiben. Er macht es, finde ich okay, aber ich habe das Gefühl, ich bin hier so außen vor. Ja, und das ist auch die Frage, ob du mal alles bekommst, weil du ja dann mit diesen altertümlichen Kommunikationsmethoden kontaktiert werden musst, genannt Short Messaging Service. Aber die heilige Dreifaltigkeit, darüber hast du gesprochen in Deutschland, die heilige Dreifaltigkeit der Social Media. Also WhatsApp, da wisst ihr jetzt unsere Meinung auch dazu, ist auf jeden Fall das Populärste. Danach kommt Facebook, kurz dahinter. Also WhatsApp sind wir jetzt bei der wöchentlichen Nutzung, 40 Millionen, Facebook etwa 30 Millionen. Und danach, dann kann man sich vielleicht denken, Instagram. Oder kann man sich vielleicht auch nicht denken, ich weiß nicht. Aber Instagram, die wöchentliche Nutzung liegt bei 5,5 Millionen. Das ist jetzt nicht unbedingt so viel, aber immerhin auch so 17, zwischen 15 und 20 Millionen. Also laut ADZF 17 Millionen. Das ist halt hauptsächlich mit Bildern. Wer keine Bilder macht und nicht so häufig Essen fotografiert, der ist halt eher auf Facebook und WhatsApp als auf Instagram. Oder über 30 Jahre alt ist oder blind beispielsweise. Das ist ja auch so ein großes Problem, gerade bei solchen Bildinhalten. Stimmt. Also da Text kann man sich vorlesen lassen mit entsprechender Hilfssoftware, aber Bilder wird schwierig. Also da würden wir bei Trends auf jeden Fall nochmal kurz darauf eingehen, aber Instagram ist wirklich so, dass der Platz 3, alles andere ist darunter generell als Empfehlung in Deutschland. Alles zwischen 0 und 5 Millionen Nutzern ist so, ja, okay, kann sich halten, muss sich nicht halten. 5 bis 10 Millionen Nutzer, okay, ist gekommen, um zu bleiben. Für eine Weile zumindest. Ab 10 Millionen Nutzer bleiben die, als was über da weit drüber ist, da kannst du sagen, okay, da muss ich eigentlich zumindest mal schauen, was das mir vielleicht auch bringt. Aus unternehmerischer Sicht, aus kontaktfreudiger Sicht, man hat auch, wie gesagt, keine andere Wahl. Also Facebook wurde ich auch jetzt reingezwungen, weil sich viele Gruppen, in denen ich bin, Hobbygruppen, nur über Facebook absprechen. Meine Band zum Beispiel hat eine Facebook-Gruppe, ist heute Probe, fällt aus, wird verschoben, es steht alles auf Facebook. Aber weißt du, wie ich damals zu Facebook gekommen bin? Nee. Zum einen hatte ich eine Kollegin in meinem ersten Lehrjahr Ausbildung, also in meinem ersten Lehrjahr war ich Immobilienkaufmann, bevor ich mich dann als Schriftarchitekt selbstständig gemacht habe. Leben. Ja, für mich war es einfach so ein großer Schnitt gewesen. Ja. Und da habe ich halt auch erstes Lehrjahr eine Kollegin gehabt, die sagt, komm, ich melde dich da mal an. War ähnliches Alter wie ich gewesen und lag das Jahre brach und dann bin ich über Cosplay zu Facebook wiedergekommen. Also genau gesagt, Kostümbau, Star Wars Fanclubs und sowas, Conventions, da hatten wir auch die Leute aus der Welt gehabt. Und da habe ich dann mal wieder angefangen, Facebook zu nutzen. Und ja, das war so 2019 etwa gewesen. Und das ist ja auch in Deutschland sehr populär geworden und jetzt halt auch extrem verbreitet. Genauso auch Instagram, was man einfach dann nutzt, die Popularität und alles andere, Snapchat und so weiter, ist durchaus ein bisschen relevant. Aber zum Beispiel Twitter ist ein extremes Nischending, obwohl das immer wieder erwähnt wird. In Deutschland ist es, glaube ich, weniger populär als weltweit. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, eben weil durch die Zeichenbegrenzung, der jetzt gelockert wurde, jetzt kann man doppelt so lange Tweets machen wie vorher. Weiß nicht, ob es wirklich was gebracht hat.
Ja, also in Deutschland kannst du wirklich sagen, also 33 Millionen gibt es weltweit. In Deutschland sind wir vielleicht so bei 2-3 Millionen irgendwas. Also es ist eine sehr nischige Sache, aber eben bei den richtigen Nischen, sprich Medienleute, Journalisten und so weiter. Leute, die oft einer großen Masse an Leute was zu sagen haben. Genau, oder glauben es zu müssen. Oder glauben es zu müssen, dass ihr roter Knopf viel mächtiger und weniger potenter ist. Für Leute, die im so privaten Umfeld kommunizieren wollen, eher, hier ist ein Autor, hier ist ein Schauspieler, der mal raushaut, ich habe das und das gemacht, bumm. Ja, und witzigerweise da aber auch, Snapchat ist populärer als Twitter. Würde man so vielleicht erstmal nicht denken. Also als Trend, viele Leute so immer mal von Snapchat irgendwie gehört, aber ob das, also im Normalfall ist ja immer diesen Zweiklang bei Medien, so, ja, bei Facebook und Twitter können sie uns erreichen, beispielsweise. Von Snapchat redet keiner, aber witzigerweise in der Realität schaut es anders aus. Twitter ist gar nicht so verbreitet. Snapchat, da sind wir so bei. Snapchat ist vielleicht lustiger, unterhaltsamer. Hier und da. Unterhaltsamer für die jugendliche Zielgruppe, weil man da so Sachen mit reinbasteln kann und so Ohren und Hundenase. Ja, also dieses Verspielte, da haben wir auch. Kurze Videos und Text noch reinbringen und so, kommt das Kombiniererische. Kurz onlinegeister.com/Folge 005, da haben wir ja Thema Snapchat gehabt. Ist auch schon wieder so lange her. Ja, da können wir mal wieder Aktualisierung machen, aber was wir da gesagt haben, das gilt eigentlich weiter. Ja, erstmal neue Themen. Wir müssen ja immer mal vorankommen. Deswegen. So. Deswegen was haben wir denn noch? Kommen wir auch mal voran und machen weiter. Ja, das sind die Trends. Sehen wir jetzt noch mal in der Statistik. Was haben wir dann da noch? Generell über Mobile hatten wir ja schon gesprochen, dass das halt immer populärer wird. Was ich da auf jeden Fall interessant finde, Internetnutzung unterwegs, wie sich das im Laufe der Jahre entwickelt hat. Also insgesamt, wir sind jetzt bei etwa einem Drittel, das war 2015 gerade 18%, also fast verdoppelt die mobile Nutzung. Frauen und Männer, also die Geschlechter, ist noch etwas ungleich, muss man sagen. Das hat sich, glaube ich, hat es früher als Scherz gesagt, aber es hat sich, glaube ich, zu sehr festgesetzt, Frauen und Technik, dieser Ausspruch in den Dingen, dass irgendwie Männer haben das Smartphone, Männer kennen sich damit aus und machen das und Frauen brauchen das ja eigentlich nicht. Ich finde es ehrlich gesagt irgendwie anders. Also klar, die meisten Kerle haben irgendwie ein Smartphone, aber ich habe tendenziell die Ahnung, die Frauen interagieren damit irgendwie stärker. Also hier übrigens auch ganz, ganz wichtig, das, was wir jetzt sagen, ist ja nur quantitativ, das ist nur die Masse. Wie stark man es nutzt, das geht aus diesen Statistiken ja gar nicht hervor. Also die Qualität der Nutzung, da würde ich dann bei uns beiden mal noch einen Kommentar. Tendenz auf jeden Fall steigen, außer bei den 14- bis 29-Jährigen. Da sind es weniger geworden, von 64% auf 63%. Also die es täglich nutzen unterwegs. Ist jetzt aber auch wirklich die Frage. Ein Prozentpunkt ist nicht so viel. Ja, gut, aber überall sonst ist die Tendenz teilweise deutlich steigend. Das stimmt, aber es kann auch sein, einfach, dass der Peak da erreicht wurde bei den jeweiligen Altersgruppen. Und jetzt vielleicht halt auch, ist jetzt die Frage, ob sich vielleicht die Statistik auch geändert hat. Ich meine, was zählt als mobile Nutzung? Ist ein Laptop schon mobil? Das wäre jetzt vielleicht auch die Frage. Oder die aktiven Nutzer sind 30 geworden und fallen aus der Gruppe raus und dass die Verbleibenden weniger nutzen als die, die jetzt älter geworden sind. Also das können wir jetzt so direkt nicht einsehen. Insofern, falls wir Mitarbeiter von ARD oder ZDF haben, die uns zuhören, gerne mal Feedback geben. Fände ich sehr interessant auf jeden Fall. Ja, auch ob uns welche zuhören von ARD oder ZDF, würde die auch mal interessieren. Aber prinzipiell, was ich immer... Könnt ihr mit euch leben? Könnt ihr ruhig schlafen? Egal, machen wir weiter. Das aber einfach die... Internetnutzungshäufigkeit, also die mobile Nutzung, sehr, sehr interessant. Und für uns beide natürlich noch sehr, sehr interessant, Thema Audio. Ich habe das mal an den Online-Geister, am durchschnittlichen Online-Geister-Hörer festgemacht. Du bist wahrscheinlich ein Mann zu 67%, zu 62% bist du eine Frau. Wie passt das zusammen? Ist es nicht, wenn 67% Männer sind, müssten da nicht 33% Frauen sein? Also betreffend Hörer. Also 67% hören, also 67% der Männer hören Podcast, 62% der Frauen hören Podcast. Sollte ich vielleicht so im Hintergrund sagen. Okay, aber vielleicht soll ich erstmal so sagen. Liebe Online-Gastlohörer, du bist wahrscheinlich ein Mann und du hörst uns wahrscheinlich über Livestream und nicht als Podcast. Und das vermutlich unterwegs, also eben bei irgendwelchen allgemeinen Tätigkeiten wie Abwaschen, Joggen, Spinning, whatever. Was? Spinning? Spinning? Schlag mal nach. Okay. Also da einfach betreffend Audionutzung. 67% der Männer haben gesagt, sie würden halt regelmäßig Audio konsumieren, also sei es jetzt Radio, Livestream, Podcast etc. 62% der Frauen tun das und bei Livestream wurde halt gesagt, 36% würden Livestreams hören, 27% hören immerhin regelmäßig Podcasts, was ich auch sehr, sehr interessant finde. Ich habe da nämlich auch verschiedene Studien zum Vergleich. 2016 waren es laut einer Bitkom-Studie 14%, die schon mal einen Podcast gehört haben. 2017 waren es laut ADZF-Online-Studie dann schon 27%, die Podcasts gehört haben. Also merkt man auch, es ist schon fast auch wieder eine Verdopplung, was auch passt. 2016 war bei uns in der Szene so als Jahr des Podcasts bezeichnet worden.
Und ja, Deutschland braucht ja mal ein bisschen länger. Jetzt kommt es gerade bei uns hierzulande an. Ja, ich habe jetzt auch wieder angefangen, mit letzten Jahres Podcast zu hören, als ich angefangen habe, aktiver Sport zu machen. Und als ich dann gesehen habe, ey, Rocket Beans Plauschangriff, Jahresendbesprechung, fast 5 Stunden, wird mir den nächsten Tag erstmal nicht langweilig. Ja, oder zum Beispiel weiß ich auch hier, LeFloid und seine Crew, die haben jetzt auch einen Podcast angefangen, ganz frisch. Der Floydcast? Nee, die Lester-Schwestern. Okay, ich hätte Habe ich mal reingehört, also ja, ich sag mal, wer Fan ist. LeFloid ist nicht so meins, der ist noch besser als viele andere YouTuber, aber ich, krieg mich nicht an, ich bin nicht die Zielgruppe. Wer Fan ist, also witzigerweise, der macht jetzt auch selbst da gar nicht mit, das sind zwei seiner Kollegen. Also wer Fan ist, mag es vielleicht, aber es war mir irgendwie mal aufgefallen, weil ja auch in den iTunes-Charts recht weit vorne gewesen sind. Knapp hinter uns. Ja, neben den üblichen Programmen, sowas wie eine Stunde History von Deutschlandfunk, also das Geschichtsformat. Fest und Flauschig ist ja auch sehr beliebt von Böhmermann und Schulz. Ja, aber das war Spotify, das findest du ja nicht in den iTunes-Charts. Stimmt. Insofern, wir würden uns auch freuen, wenn wir uns vielleicht mal in die iTunes-Charts bringt, aber genug der Eigenwerbung. Knapp hinter dem Plauschangriff. Was ein weiterer extremer Trend ist, sind Speaker, Sprachassistenten. Na, Alexa hat jetzt vor Weihnachten richtig krass viel Werbung gemacht. Also ich habe in jeder Ecke irgendein Alexa-Plakat gesehen. Also bei uns war die Stadt voll plakatiert. Und jetzt haben wir jetzt fast nur noch Alexa-Plakate. Und jetzt gerade passend, Januar, was kommt keine jetzt? Keine mehr. Nein. Nee, keine mehr, aber was haben wir jetzt? Ja, du bist viel zu fett, du musst abnehmen. Das stimmt. Aber war wirklich so gewesen. Aber das... Der Erfolg gibt dem Marketing recht. Also Amazon, Google dominieren den Smart Speaker Markt, speziell Amazon. Die haben von dritten Quartal 2016 zum dritten Quartal 2017 von 0,9 auf 5 Millionen Geräte ihren Umsatz gesteigert. Das ist eine extreme Entwicklung. Ich finde es irgendwie gruselig. Google hat von 0 auf etwa 2, das ist auch noch ziemlich krass, und alle anderen sind so im, sagen wir, 100.000er Bereich. Wie heißt denn Googles Alexa? Das ist einfach Google Assistant. Ah, okay. Also die waren dann nicht so kreativ. Bringt Microsoft dann demnächst eine Cortana raus? Also das ist Microsoft-Sprachassistentin, dass man da sich so ein holographisches oder so ein Bild ins Haus hängen kann? Also wenn es darum geht, bald ist Leipziger Buchmesse, da wirst du auch Cosplayer finden. Ah, okay. Aber die machen ja auch, was ich sage, bestellen die dann meine Rasierklingen nach, so wie Alexa? Da musst du auf jeden Fall lieb sein. Okay. Aber betreffend Speaker, Sprachassistent, ich meine, das eine ist mit dem anderen so nicht direkt was zu tun. Cortana gibt es ja auch zum Beispiel bei Windows 10 mit ausgeliefert. Apples Siri findet sich ja auf dem iPhone, also brauchen wir jetzt nicht zwangsweise so einen Speaker. Aber es hat sich irgendwie miteinander ergeben, was auch wieder ganz interessant ist, dass es halt auch so gut angenommen wird von Leuten. Ich glaube, es ist wahrscheinlich wirklich dieser Punkt von, ja, du kaufst so ein Ding und hast es da drin. Das kann, glaube ich, ein Mensch leichter irgendwie mit Hardware assoziieren und irgendwie verknüpfen, als eben über irgendwelche Software von, ja, wieso kann mein Smartphone, mein iPhone, wie auch immer, jetzt reden? Ist vielleicht bei vielen dann nicht so gleich mit dabei, aber man halt so ein physisches Teil hat bei sich im Haus stehen, das dann auch sich bewegt, das Geräusche macht, das halt, da war ich jetzt auch in Klagenfurt diesen Monat gewesen, im Experience Lab dort an der Universität, da gibt es halt auch so Testräumlichkeiten, wo du halt so Smart Home Ausstattungen als testen kannst, kann ich eben auch sagen, Alexa, mach das Licht aus. Ja, ich finde es irgendwie gruselig, wenn da irgendeine KI ist, die ständig zuhört. Irgendeine künstliche Intelligenz, die immer, die muss ja, um ihren eigenen Namen zu hören, auf reagieren zu können, permanent alles mithören, was gerade gesagt wird. Und dann bei Alexa reagiert sie vielleicht erst, aber was sie da alles aufnimmt und speichert. Es gibt einen XKCD-Sketch dazu, wo jemand in ein Haus reinkommt und sagt, Alexa, bestelle 3 Tonnen Mais. Alexa, Bestellung bestätigen. Ich gehe mal gerne sicher, dass hier keine künstliche Intelligenz mithört, wenn ich irgendwie zu Besuch eingeladen bin. Wirkliche künstliche Intelligenzen sind es ja auch noch gar nicht mal unbedingt. Aber Datenschutz, ich glaube, da müssen wir gar nicht drüber reden. Also das möchte ich jetzt an der Stelle wirklich mal komplett voneinander getrennt halten. Diese Trends ist das eine. Ob das wirklich sinnvoll ist, ist was anderes. Ich sag mal, vor 100, bis über 100 Jahren, 1914, da waren die Leute ja auch, oh ja, Krieg, Europa, wir schaffen das. Das ist im Winter, sind wir wieder zu Hause. Das war ja auch Trend gewesen. Die Leute fanden es toll, am Ende war es scheiße. Also so viel dazu. Insofern, Datenschutz möchte ich da wirklich mal komplett raushalten, ob das jetzt so eine gute Idee ist, aber es ist eben wir ein haben eine eigene Trend. Es ist ein Trend. Egal, was ihr macht, passt immer auf, was ihr da draußen tragt. So, also vor allem, wenn ihr permanent Verbindung habt. Vor allem, wir haben sogar 2 Folgen zum Datenschutz. Stimmt. Folge 19, die jetzt gerade davor lief, gerne nochmal reinhören. Aber da habe ich halt auch schon gemerkt, die Leute interessiert das leider nicht so sehr. Insofern eher mal einflechten bei anderen Themen. Es ist so trocken, man muss immer so viel aufpassen auf Sachen. Ja, aber es hat auch sowas mit zu tun wie Kinder, seid nicht ungeschützt unterwegs.
Apropos unterwegs und ein Trend, der sich hoffentlich noch weiter halten wird. Hasenscheiße sind wieder bei uns in der Sendung mit ihrem Mega-Hit Drei Reiter. Und das ist noch nicht die End. Hasenscheiße mit Drei Reiter bei den Online-Geistern. Wir sind zurück und kurz bevor wir aufhören, sagen wir noch was über die Zukunft von Social Media, was wir darüber denken. Aber das Jingle vergessen. Den Jingle? Online-Geister. Thema der Sendung. Ah, ja. So muss sein. Okay, wir sind immer noch im Thema der Sendung. Wir haben gerade ganz viele Statistiken gewälzt, Trends besprochen, geguckt, warum irgendwas populär ist und warum nicht, wo man aufpassen sollte, Alternativen. Und jetzt will Christian noch was erzählen zum TNG. Was zum Geier ist TNG? Das ist eigentlich nur meine Markierung im Skript. Ah, das wird irgendeine besondere Abkürzung, die du jetzt erläuterst. Nein, aber wir wollten uns zu unseren Ansichten über die Zukunft von Social Media unterhalten. Für mich TNG einfach The Next Generation wie in Star Trek, weil ich das so einen passenden Vergleich finde. Es haben sich ja viele Leute so extrem, habe ich zumindest den Eindruck, ich habe das jetzt selbst nicht live miterlebt, in den 80er Jahren aber drüber aufgeregt. Naja, Star Trek, das kann man doch nicht kopieren, das ist doch Captain Kirk, Spock und sowas. Und dann hast du jetzt die ultimativen Nerd-Battles, Kirk oder Picard, wie man im Deutschen ja sagt. Und ich bin der Meinung, das kann man durchaus auch so ein bisschen auf Social Media übertragen, mindestens eben als Bezeichnung, die nächste Generation, Stichwort einfach Staffelstabübergabe. Denke bitte dran, wir haben 2018, die Leute, die im Jahr 2000 geboren wurden, werden volljährig. Die kennen gar keine Zeit, wo es nicht Social Media gab. Ja, auch vor allem, wenn du dran denkst, Facebook wurde 2004 gegründet. Die waren noch nicht in der Schule, als Facebook etabliert wurde. Die waren noch nicht geboren, als Facebook gegründet wurde, die 2004, und die sind jetzt 14. Ja. Nur mal vielleicht auch für die Rechnung. Also einfach das Alter von manchen Plattformen, und da beschweren sich da natürlich auch Leute, ja, Facebook, das vergreist. Nein, bedenkt bitte, unsere Gesellschaft, unsere 82 Millionen Einwohner, davon sind über die Hälfte inzwischen 50 plus. Wenn also sich irgendjemand darüber beschwert, ja, Facebook vergreist, das wird nur noch alt, dann hat das auch schlicht damit zu tun, dass sich diese verzerrte Darstellung der Plattform langsam angleicht an die echte Darstellung der Gesellschaft. Und wir sind nun mal eine alternde Gesellschaft, siehe demografischer Wandel. Auf jeden Fall. Oder eben, so mal zurückzugreifen, die Durchschnittszuschauer bei den Fernsehsendern. Ja, und da würde mich natürlich auch mal interessieren, unsere Hörer, wie alt seid ihr eigentlich? Also könnt ihr gerne anonymisiert irgendwie machen. Ich überlege auch, ob ich da vielleicht eine Umfrage mal mit reinstelle. Das können wir ein Gewinnspiel. Der älteste Zuhörer kriegt einen Keks. Kriegt einen Ogi. Ich habe noch ein paar Ogis. Ich habe noch ein paar Online-Gaster. Können wir sogar machen. Schreibt uns. Ältester Teilnehmer, wie alt seid ihr? Und der Gewinner kriegt dann einen Online-Geist. Mit kopiertem Personalausweis, mit hier Beweis, dass nicht jemand ankommt. Hier, ich bin vor dem Ersten Weltkrieg geboren worden. Naja, also maximal das vielleicht. Also wenn es total komische Zahlen sind, dann würde ich vielleicht schon um einen Nachweis bitten wollen. Aber generell einfach, Alter, reicht das mal? Ich glaube euch das. Können wir gerne so machen. Dann packe ich das in die Shownotes mit rein. Lass mich das nur mal schnell mit aufschreiben. Gewinnspiel. Stichwort Datenschutz. Ihr müsst es natürlich auch nicht machen. Und wir machen mit den Daten auch nichts. Also das ist für uns interessant zu sehen, wie alt die Leute sind. Ja, also für uns ist es einfach statistisch ganz nett, weil wir zwar so ein paar allgemeine Sachen bekommen, wie Downloads sind, aber wir haben nicht wirklich eine Ahnung, wie alt ihr draußen eigentlich seid. So hier und da vielleicht mal vereinzelt. Das kriegt YouTube irgendwie besser hin mit der Aufschlüsselung, wie alt die sind, wo sie herkommen und so. Ja, das ist ja auch Google, was dahinter steckt. Also die wissen ja sowieso alles. Wollen wir aber auch gar nicht werden. Nee. Aber betreffend Zukunft, Social Media, wie schaut's aus? Was könnte kommen? Ich sehe als sehr großes Thema auf jeden Fall Audio, also eben Sprachassistenten, Podcasts, Hörbücher, diese ganzen auditiven Elemente, also dass wir halt langsam so ein bisschen wegkommen von reinen Textelementen wirklich hin zu Audio, zu interaktiven vor allem auch. Was meinst du? In WhatsApp sind da auch ganz, um wieder ein Thema von vorher aufzugreifen, Sprachnachrichten bei manchen Leuten populärer als einen Text zu schreiben. Bevor ich mich hinsetze, irgendwas eintippe, drücke ich auf Knöpfchen und rede einfach drauf los. Ja, habe ich auch immer häufiger. Ist natürlich für die Leute blöd, die jetzt nur begrenzte Datenvolumen haben, weil so eine Sprachnachricht natürlich oder die, schon die irgendwo mehr sitzen, wo sie sich gerade nichts anhören können. Oder das. Die was zu lesen hätten und plötzlich kommt eine Sprachnachricht. Ja, aber gerade so diese Multimedialität, denke ich, wird auf jeden Fall so ein bisschen mitschwingen. Ich habe das sehr, sehr häufig gemerkt, zum Beispiel auch bei Instagram-Stream oder sonst wie, das ist ja auch entweder Bilder oder halt Videos. Und bei Telegram kannst du auch schon sagen, die Telegram, auch mit Tumblr,
ja, den wir jetzt gerade ganz weggelassen haben bei der Trendbesprechung, kann man sowieso schon immer alles an Daten hochladen, eben auch Audiodaten. Mhm. Ich kenne Tumblr-Blogs, die sich nur auf Audio spezialisieren. Leute laden da ihre Podcasts hoch, Leute machen kurze Audioclips, so wie Leute kurze YouTube-Videos machen. Und auch im pornografischen Bereich gibt es welche, die entsprechend dir irgendwie erotisch ins Ohr flüstern. Also Tumblr können wir gerne mal kurz drauf eingehen. Die haben weltweit etwa 500 Millionen Nutzer. In Deutschland ist es aber halt eher so ein nischiges Ding, muss man sagen. Also was alles möglich ist. User, ich finde es immer noch krass, dass man bei Tumblr alles findet. Ja, also bei, ach komm, lass uns dann mal zu Tumblr einfach eine eigene Folge machen. Das lohnt, glaube ich, wirklich. Auf jeden Fall. Aber generell, was die Entwicklung angeht, ist, glaube ich, auch, ich befürchte eine stärkere Fragmentierung. Dass du eben so weniger Plattformen wie beispielsweise Tumblr, die ja auch komplett bei Google indexiert sind, oder Twitter, was ja auch, du kannst einzelne Tweets bei Google finden, das ist da komplett drin. Dass es halt leider mehr hingeht eben zu Plattformen wie WhatsApp, wie Facebook Messenger oder wie Instagram als App oder halt diese Stories-Bereiche, die es da ja auch gibt. Also Instagram Story, WhatsApp-Status beziehungsweise ne, Facebook Messenger, dein Tag, was ja eigentlich alles nur bei Snapchat geklaut ist. Von den Snapchat-Stories geklaut ist. Aber das sind da so komplett abgeschlossene Ökosysteme. Die haben mit dem Internet an sich nichts mehr zu tun. Ihr alle da draußen kennt ja das Darknet. Und das ist nur einer von gehört. Drei Teilen des Internets. Es gibt das Surface Web, das Deep Web und das Darknet. Surface Web ist eben alles, was bei Google irgendwie gefunden werden kann. Oder halt bei Suchmaschinen generell, was irgendwie indexierbar ist. Mhm. Und das Deep Web ist eben das schon, wo WhatsApp und Co. unterwegs sind. Und Darknet, da kann man illegal Waffen kaufen. Beispielsweise muss auch nicht sein. Habe ich mal in irgendeinem Fernsehsendung gesehen, wie jemand im Darknet Waffen gekauft hat. Oder in einem diktatorischen System freien Journalismus betreiben. Ja, als Gegenbeispiel. Zwei Seiten einer Medaille. Apropos Freiheit im Internet. Ich liebe Freiheit. Freiheit ist mir wichtig. Auf jeden Fall, aber sollte Freiheit nicht gewaltfrei sein? Egal, Erziehungsschelle. Wer es Referenz rauskriegt, kriegt einen Keks. Nein, worauf ich hinaus wollte, ist, die Freiheit des Netzes ist ja dieses Jahr ein bisschen in Gefahr, wird in Gefahr geraten. Letztes Jahr schon. Jahr nicht? Es wird immer ärger. Einmal in natürlich in den USA die Diskussion über die Netzneutralität, die hoffentlich bleiben wird. Also das Netz wird vielleicht hoffentlich neutral. Die EU hat ja schon gesagt, dass es bei ihr nicht neutral bleiben wird. Und dann in Deutschland das Netzdurchsetzungsgesetz. Netz-DG kurz, was ja schon letztes Jahr so skeptisch beäugt wurde, das haben die so nach der Ehe für alle mal eben durchgewunken. Ey, die freuen sich gerade, machen wir irgendwas, was keiner mag. Und jetzt am 1. Januar ist es in Kraft getreten und so, es ist ein bisschen skurril geworden, weil sich sowohl Rechte als auch Linke darüber aufregen. Offensichtlich satirische Tweets wurden geblockt von Leuten, die eigentlich nie dafür bekannt waren, irgendwie volksverhetzend oder beleidigend zu sein. Es wird einfach sofort, okay, auf Nummer sicher gehen, die sagt hier, Sophie Passmann, das wurde ein bisschen rumgereicht, auch international in verschiedenen Blogs und Zeitschriften, Zeitungen, wegen einem Tweet um Silvester, kurz nach Silvester hier, solange Dinner for, ist noch Tradition ist, jedes Jahr Dinner for One zu gucken, können die Flüchtlinge ruhig herkommen und unsere Kultur kaputt machen. Natürlich, weil sie Dinner for One nicht mag und weil sie, wenn unsere Kultur kaputt gemacht wird, ich muss keinen Witz erklären. Und dann hat sie dann gesagt, Flüchtlinge machen Kultur kaputt, die Hetz gegen Flüchtlinge, bumm, geblockt. Netz.dg. Na gut, aber es gab es auch Anfang des Jahres mit ein paar Politikern von der Alternative für Deutschland. Und ich sag mal, das Afterbrennen war für mich dann, naja, so eine Sache. Es wurde ja auch sogar von Heiko Maas ein uralter Tweet durch Netz.dg geblockt, als er irgendwie was Dummes rausgelassen hat vor Jahren. Und ja, aber das Witzige war ja gewesen, das war, glaube ich, irgendein Tweet von hier der Europaabgeordneten Frau von Storch, die ja auch gerne mal wirklich krass gegen jede Nicht-Deutschen, egal ob das jetzt Franzose oder sonst wer ist, mal wettert. Da hat sie auch irgendwas total Fremdfeindliches vom Stab gelassen, aber das hat dann Twitter von sich ausgesperrt. Da hat man das Netz.dg gar nicht gebraucht. Aber weil das ja jetzt gerade gültig ist, hat man sich dann ein bisschen diese Opferrolle versetzt und ja, hier, wir werden zensiert. Naja, also auch so ein zweischneidiges Schwert. Wir gucken mal, wie das Netz.dg sich halten wird, wie der Trend sich weiterentwickelt, ob es das Jahr überlebt und naja, wir bleiben dran, wir halten euch auf den Laufenden. Jetzt wird erstmal die Frage beantwortet, wie weit ist es eigentlich bis zum Horizont? 4.650 Meter, hättet ihr das gedacht, dass es so weit bis zum Horizont ist? Hier bei den Online-Geistern und wir sind am Ende angekommen, das heißt Feedback. Online-Geister.
Feedback. Wie immer gibt es alle Quellen, Shownotes, weitere Details unter www.onlinegeister.com/Folge 020, denn das war die 20. Folge. Und jeden Monat produzieren wir eine reguläre halbstündige Folge als Impulsgeber und dazwischen gibt es immer mal wieder kürzere Quickies als Nerd Special und Podcast Exclusive. Ein bisschen Feedback gab es auch, Christian. Wer hat uns denn da geschrieben? Genau, das war Uwe Peukert, der uns bei Facebook, ja, das geht jetzt auch, bewertet hat. Super Podcast, sehr empfehlenswert für alle, die sich mit dem Thema Tech auseinandersetzen. Dazu dann noch 2 Smiley-Emojis. Vielen Dank, Uwe. Ja. Insofern auch für euch als Aufruf, alle, die bei iTunes nicht die Gelegenheit haben, uns kann man jetzt auch auf unserer Facebook-Seite, also facebook.com/onlinegeister, direkt bewerten. Und vielen Dank, dass ihr uns eure Eure leiht. Wir schätzen das extrem. Das war's für heute. Nächstes Mal geht es um Shitstorms, Krisenkommunikation im Internet. Tschüss. Das war Onlinegeister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.